Ja, hallo ihr lustigen Menschen da draußen. Ich habe gerade eben, ja, hier in The Long Dark entdeckt, dass man die glänzenden Lackporlinge tatsächlich garen kann. Das ist für mich neu. Macht's einfach mal. Ich wollte eigentlich jetzt noch gar nicht einschalten, weil ich noch mittendrin bin, sozusagen hier bei der Garungsrunde. Aber wir haben ihn jetzt mal gegart, haben jetzt noch ein bisschen Zeit übrig und machen noch mal ein bisschen Wasser. Denn auch das geht uns mit der Zeit aus. Und draußen stürmt mal wieder ein höllischer Sturm. So, da haben wir auf jeden Fall das hier schon mal geschafft. Wir machen so viel Wasser, wie wir tragen können. Oder so viel, wie das Feuerchen zulässt. Wie ihr seht, ich habe die halbe Nacht schon hier um die Ohren gehauen mit Garungsarbeiten. So. Ich hoffe, dass wir das letzte jetzt ja auch noch hinbekommen. Ich versuch's einfach. Vielleicht reichen ja 10 Minuten. Eigentlich sollten 10 Minuten zum Wasserkochen echt reichen. Hat geklappt. Wir hatten noch eine Minute übrig. Das ist sehr, sehr erfreulich. Und jetzt möchte ich mal gucken, was... Okay, er ist nicht bei Essen. Glänzender Lackporling. Also hier ist er nicht. Wo ist jetzt der gegarte Lackporling? Oder ist es ein Bug? Er ist ein großer, ungiftiger Pilz, der hauptsächlich an Nadelbäumen wächst. Keine Ahnung. Ich konnte ihn garen, ihr habt es ja gesehen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Wenn mir das irgendjemand beantworten kann, wäre ich sehr dankbar. So, wir machen hier wieder unsere Fressalien-Schublade. So, Momentchen mal. Ach, da sind die Fressalien. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Stück nehmen wir mit. Packen 2 Liter Wasser da rein. Das packen wir da auch noch rein. Den Kollegen packen wir da rein. Ich mache es ja gerade eben einfach ein riesiges Durcheinander. I don't care. So. Und dann gehen wir uns oben mal eine Runde hinlegen. Das muss ja auch noch sein. Di-di-di-di-di. Mit dem Streichholz durch den Leuchtturm. Gute Nacht. Wir sind total erschöpft und haben einen trockenen Mund. Vielleicht sollten wir das noch irgendwie unterbinden. So, wir haben jetzt auch schon 3% wegen Müdigkeit eingebüßt. Maximale Erschöpfung. Er starb an Erschöpfung. Naja, könnte passieren. So, ich hoffe, dass wir mit diesen 6 Stunden dann einigermaßen wieder auf dem Damm sind. So, steh auf, mein Freund, steh auf. Es ist draußen hell. Aber wir sind einigermaßen wieder fit. Sehr gut. Essen, trinken und dann raus. Ich höre jetzt auch draußen keinen Sturm mehr. Kann sein, dass der Sturm tatsächlich abgeklungen ist. Das wäre fantastisch. So. Mal schauen. Wie schaut's? Denn wir haben ja heute noch ein paar Dinge vor. Ja, okay, es ist nur nebelig. Und nicht mal die Höllenvariante von nebelig. Aber wenn es so nebelig ist, will ich eigentlich gar nicht so weit weggehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Gucken wir uns mal das Bergwerk an, was ich mir noch nicht angeguckt habe. Ich glaube, das wäre ganz gut. Könnte ja auch mal was Spannendes drin sein. Und früher oder später brauchen wir auch das eine oder andere Materialchen in Form von Kohle. Wir wollen ja irgendwann mal auch mal was Eigenes craften. Und irgendwann mal möchte ich auch mal demnächst mit der Metallsäge und mit dem Hämmerchen mal irgendetwas bauen. Einfach nur, um es mal gemacht zu haben. Nicht, weil wir jetzt gerade eben ein Messer oder eine Axt brauchen, aber es wäre definitiv eine Option. So. Hier sieht alles gut aus. Ich werde garantiert riesige Probleme mit meinem eigenen, meiner eigenen Schreckhaftigkeit bekommen, wenn hier zum ersten Mal wieder ein Wolf auftaucht. Momentan haben wir ja das Glück, dass die Wölfe alle erschossen sind. Das hier sieht eigentlich auch so aus, als ob das irgendwo hingeht. Gehen wir mal da lang. Wo kommen wir hier hin? Hier gibt es auf jeden Fall Holz. Sollten wir uns merken. Komme ich da hoch? Ja. Und hier? Ich glaube, hier werden wir nicht mehr hochkommen. Nein! Da ist vorbei. Da ist jetzt ein Hase. Und dann lief er.
Schauen wir mal. Ach nee, da kommen wir auch zur Kirche. Okay. Wieder was gelernt. So, für die Bergwerksgegend müssen wir noch ein bisschen weiter nach rechts. Und es muss eigentlich noch sehr viel mehr Bergwerke geben. Denn die hatten ja eine Nummerierung bis 5, ne? Auch das Bergwerk, durch das wir in dieses Gebiet reingekommen sind. Was ich übrigens sehr, sehr cool finde, dass man da anscheinend mehrere Wege hat. Ich gehe mal davon aus, dass es auch noch einen offiziellen Weg die Straße entlang gibt. Habe ich auch noch nicht getestet. Aber ich finde es cool, dass man da über das Bergwerk hier reinkommen kann. Hatte was. Auch wenn das Bergwerk, sagen wir es mal so, durch sämtliche TÜV- und Sicherheitsprüfungen garantiert nicht durchgekommen wäre. In dem Zustand. Da hätte wahrscheinlich der zuständige Prüfer einen Schreianfall und danach einen Herzinfall bekommen. Oder beides gleichzeitig. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. So. Bergwerk. Ich hoffe, da gibt es auch noch ein paar coole Sachen drin. Ich würde mich zum Beispiel auch über noch mehr Petroleum freuen. Freuen. Voll die Zahnräder hier. Oh, und hier liegt schon mal Metall. Und etwas Altholz. Und noch mehr Altholz. Ja, altes Holz. Verlassenes Bergwerk heißt das in dem Fall sogar. Aha. Alte Wollmütze. Sonst war hier erstmal nicht allzu viel. Machen wir trotzdem mal ein ordentliches Licht an. So, Stoff. Spind. Zeitung. Und sonst war da, glaube ich, nichts. Mm-hmm. Trinken, Schokoriegel. Versteckt sich da irgendwas? Nope. Habt ihr gerade eben gesehen, es tut tatsächlich einen Schatten. Es produziert tatsächlich einen Schatten, wenn wir quasi so um die Ecke gehen und das Licht selber von der Ecke verdeckt wird. Finde ich cool. So, wir gehen erstmal nach rechts. Da liegt nochmal eine Kohle. Wir sammeln erstmal ein. Okay, und da war hier auch schon quasi dicht. Wir können dann die Sachen im Zweifelsfall also hochbringen und dann erstmal zwischenlagern im Spind. Das wäre vielleicht eine Idee, wenn es zu viel wird. So, Moment, liegt da was? Nein! Ich liebe es, wenn es einfach nur geradeaus geht. Kann man sich schon mal nicht verirren. Geht erstmal lang geradeaus. Oh, und da kommen endlich mal wieder Kisten. Und andere Sachen. Plastik hier unten. Nobody needs this anymore. Erwartet man auch nicht unbedingt. Ich glaube nicht, das ist ein verlassenes Bergwerk, lieber Steffen. Ich glaube nicht, dass das hier noch irgendjemand brauchen wird. Wenn sich hier doch plötzlich ein Besitzer meldet, dann, hat gerade Pling gemacht hier. Das hat mich kurz mal irritiert. Oh, da scheint es irgendwie rauszugehen. Oder zumindest kann man da irgendwo rausgucken. Wo kommen wir denn da hin? Also auf jeden Fall haben wir jetzt hier erstmal alles eingesammelt, was einzusammeln ist. Na? Es gibt hier noch eine Kiste. Ort der Trostlosigkeit. Ja, dann sind wir da wieder draußen. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Verlassenes Bergwerk Nummer 5, Ostzugang. Ostzugang. Okay. Wichtigste Frage, wo sie... Ah, wir sind jetzt jenseits von der Verarbeitungsanlage hier. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Okay, ich sehe momentan nichts Bedrohliches. Mit bedrohlich meine ich alles, was irgendwie 4 Pfoten hat. Wir gehen mal in die Richtung weiter. Zurück können wir ja den Weg übers Eis wählen.
So viel zum Thema vier Pfoten und bedrohlich. Ich hoffe, der verzieht sich einfach, der Dicke. Der Kollege. Wo geht der hin? Ich möchte doch so gerne wissen, was da hinten ist. Der läuft jetzt da hin und her. Ich greife den aber so nicht an, Leute. Nee, echt nicht. Da gehe ich lieber hier mal nach unten. Und gucken wir mal an, was das Eis so zu bieten hat. Zum Beispiel ein Wolf. So. Den lasse ich jetzt aber erstmal liegen, Leute. Was ist denn das hier? Ach, noch mehr Metallschrott. Boah, das hier ist das Metallparadies. Da sollten die ganzen Altmetallsammler herkommen und versuchen, das ganze Zeug einzusammeln. Da sind bestimmt Milliarden mit verdienen, mindestens, wenn nicht mehr. Oh, das ist eine kaputte Brücke. Okay, das habe ich jetzt von oben gar nicht gesehen. Ich wurde schon auf die hingewiesen, dass ich die mir unbedingt mal angucken soll. Ich hoffe nicht, dass das eine Falle war oder so ein Quatsch. Da muss doch irgendwo einer liegen. Ja, okay, da liegt ein Rehkadaver. Ein gefrorenes Reh. 16 Minuten. Wir nehmen das Rehfleisch mit. Können wir einfach runterhacken, als ob es nichts Leichteres gäbe. Und das machen wir mit dem Messerchen. All good in the hood. Oh, wir sind tatsächlich leicht unterkühlt. Hatte ich jetzt so nicht erwartet. Essen und trinken wir schnell mal was. So. Dann gucken wir uns das nochmal an. Dann haben wir mal hier das Reh schon mal erledigt. Und das hier wollte ich natürlich auf gar keinen Fall missen. Moment, auf der anderen Seite liegt da vielleicht auch noch eine Krähenfeder. Oder hier oben. Ist der Geier, wo die hinfallen. Scheinbar nicht. Oh, Bärchen geht da rüber. Hat Bärchen eventuell den Wolf entdeckt? Wir haben jetzt noch minus 2 Grad. Das will ich ganz kurz gesehen haben, ob der da frisst jetzt. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Bleibt der jetzt am Wolf stehen oder geht der da nur vorbei? Der frisst. Der frisst den Wolf. Dreistes Vieh. Aber auf jeden Fall wissen wir schon mal, dass er da jetzt da drüben ist und nicht hier. Das ist schon mal sehr, sehr wertvoll, diese Information. Das heißt, wir können uns tatsächlich mal hier diese Stelle angucken, ohne Gefahr zu laufen, in irgendwie was reinzurennen. Huch, da liegt ja einer. Die beschädigte Brücke. Ja. Nochmal eine Krähenfeder. Wow! Ein einfacher Pfeil und ein kaputter Pfeil. Das ist der beste Loot aller Zeiten. Das stimmt nicht ganz, aber das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Okay, wir kommen jetzt hier zu einem Wasserfall. Und eine idyllische Musik setzt wieder ein. Das Gemeine ist, ich glaube, wenn der Bär hier hinkommt, dann kannst du echt gefipst sein. Der sperrt dich halt im Zweifelsfall hier ein, ne? Ja, könnte es an der Stelle schon gewesen sein. Da ist jetzt irgendwie nichts mehr so Beeindruckendes. Wir gucken trotzdem mal noch, ob wir hier noch was finden. Scheinbar nicht. Moment, ups. Ups, da kommen wir auf jeden Fall wieder raus. Das ist gut zu wissen. Ich möchte nur mal den Wasserfall ganz aus der Nähe angucken. So nah war ich bis jetzt noch nicht dran. Aber noch näher traue ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das Wasser berühre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das allzu gesund ist. So ein eiskaltes Wasser. Hier ist auf jeden Fall ein riesiger Zedernast. Boah, der bringt richtig viel Material, aber
Nicht bei minus 2 Grad, wenn wir schon halb unterkühlt sind. No, 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 no. Wir merken uns einfach die Stelle. Hier gibt es eine gute Stelle für Holz. Das wissen wir jetzt. So, was machen wir mit einem kaputten Pfeil? Können wir den reparieren? Keine Ahnung, wäre aber geil. Wäre richtig geil. Oh, Moment. Da habe ich was übersehen. Schmerzmittel. Ich hoffe nicht, dass wir die brauchen werden. So. Ja, schade ist, dass Bärchen jetzt hier den Wolf komplett auffrisst. Aber vielleicht ist Bärchen dadurch ja jetzt lieb. Ich meine, wir haben ihn ja jetzt gefüttert, ne? Soll sich jetzt nicht so anstellen. Wir waren jetzt richtig brav zu ihm. Jetzt eine Hand wäscht die andere Pfote oder so in der Art und Weise. Oder wie ging das Sprichwort? Ich glaube nicht, dass der Bär sich an solche Abmachungen hält. Der denkt sich, ich bin groß und hab Pranken. Auch dem Bär ist nicht klar, dass wir ein Gewehr haben. Auf der anderen Seite, die meisten Bären haben unsere ersten Gewehrsalven bisher immer wunderbar überstanden. Oh. Und Bärchen hat den Wolf gefressen, so wie es aussieht. Oder zumindest weitgehend gefressen. Zumindest hat er vom Kadaver abgelassen. Dann bringen wir mal die Sachen zurück. Ich frage mich, ob das dann quasi hier in dem Gebiet schon alles war. Wir haben natürlich noch lange nicht alles durchsucht. Oh, da ist Bärchen. Wir haben natürlich noch lange nicht alles durchsucht, beziehungsweise noch nicht alles eingesammelt. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir auch alles schon gefunden haben. Ich weiß nicht, ob man darüber kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll. Da war gerade ein Grafikbug. Habt ihr das gesehen? Ihr könnt mal ganz kurz zurückspulen, wenn ihr wollt. Da war ein Grafikbug. So, hier ist sonst nichts. Genau, wir wollten uns mal das Gerippe da drüben angucken am Vorbeilaufen. Oh. Wenn es schon hier so freundlich rumliegt, das Altholz. Schrie geradezu, nimm mich mit, nimm mich mit. Genau, die Insel, die habe ich mir noch nicht so genau angeguckt. Ich hoffe, es gibt irgendwie eine Warnung, bevor man irgendwie im Eis einbricht. Das wäre echt schön. Ich bin noch nie im Eis eingebrochen, weil ich mir nie getraut habe, besonders weit rauszugehen. Der Überlebensinstinkt in mir sagt einfach, no way. Und dann lasse ich es auch sein in der Regel, außer ich habe keine andere Wahl. Also wenn ich die Wahl habe, sozusagen von dem Wolf oder von dem Bär gefressen zu werden oder aufs Eis rauszulaufen, glaubt mir, dann renne ich aufs Eis raus. Ich glaube, im eisigen Wasser zu erfrieren ist angenehmer, als von einem wilden Tier zerfetzt zu werden. Ist aber auch nur so ein Glaube. Ich meine, wenn ich erstmal blute Scheiße aus dem eingebrochenen Teich, komme ich eventuell vielleicht sogar wieder raus. Aber wenn dir erstmal der Arm fehlt, ne? Das heißt ja nicht umsonst besser Arm dran als Arm ab. Okay, die Viecher fliegen auf jeden Fall schon mal irgendwo hin. Und diese Insel hier sieht auch in gewisser Weise vielversprechend aus. Ich persönlich hoffe ja, dass da irgendwas ist. Ich sehe auf jeden Fall schon mal Bartflechten. Das ist immerhin schon mal etwas. Nicht unbedingt exakt das, was ich mir erhofft habe, aber es ist etwas. Kleine Insel. Ja, passender Name. Mhm, die hat auf jeden... Die hat anscheinend faustdick hinter den Ohren. So... Nehmen wir mal alles mit. Ich sehe schon, dass wir hier auch schon wieder eine Folge, die ein bisschen über 20 Minuten dauern wird. Ja, oder nee. Ich werde auf jeden Fall gleich hier einen Cut machen. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann die kleine Insel an, liebe Leute. Das erste, was wir hier schon mal entdeckt haben, sind, ja, Bartflechten und ein paar Lackporlinge, die ich ohne zu zögern einstecke, als ob sie Gold wert wären. Mein Schatz. Ja, in dem Sinne, liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.